Ja, ne? Wenn man mit dem Reiter anfangen will, als erstes müssen diese Bases besandet werden. Ist klar, schon spricht nichts hier anzumalen. Dafür habe ich die Reiter nebendran geworfen. Die Pferde einzeln. Dann habe ich ja schon ein Pferd vorbereitet. Zack. Schön mit den Lippenbases. Die sind so gut irgendwie gefüllt mit Holzleim. Und ja, jetzt ziehen wir das doch mal hier durch den Sand. Schwupp, dupp. Einmal vor, einmal zurück. Links und rechts abgeschüttelt. Tada! Einwandfrei besandet. Ja, und so mache ich das jetzt mit den ganzen Pferden. Und dann gehen wir an die Airbrush. Ich habe mich jetzt ein bisschen beim Tarek in die Malecke verpinselt. Und ja, werde mich jetzt mal mit der Airbrush mal wieder versuchen. Schon richtig lange nicht mehr gesprüht. Aber die Pferde brauchen Farbe. Und das gehen wir jetzt an. Ja, kein bisschen Stress. Ich kann beim Sprühen selbst nicht filmen. Das wäre nicht so gut für die Kamera und allgemein auch fürs Sprühen nicht. Ich zeige euch einfach nach jedem Schritt ganz kurz, wie es dann ausgesehen hat. Das ist doch ein Plan. Ja, ne? Das sind sie, meine 10 Pferdchen. Hier, die Bases sind jetzt schön trocken, wunderbar. Hier hinten steht ein kleines Sortiment an Farben. Welche ich genau benutze, das werde ich alles spontan entscheiden. Und jetzt grundieren wir die Pferdchen einfach mal. So, ne? Ich habe jetzt hier einfach diesen Primer genommen. Der graue, der ist irgendwie geiler wie der weiße. Ja. Mal großzügig über die Pferde drüber. Und ja, jetzt wird's spannend. Jetzt versuchen wir mal die erste Fuhrpferde mit richtiger Farbe zu versehen. So. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen mit der Airbrush wieder rumgesprüht. Ja, ich muss feststellen, ich bin wirklich komplett außer Übung. Aber ja, egal. Was soll man hier? Zack. Ja, ne? Schwarz grundiertes Pferd. Braun grundiertes Pferd. Ein weißes. Das hier ist das Weiße, das andere war so ein bisschen grau dabei. Hier von unten sieht man es dann so ein bisschen grau noch am Start. Noch so ein grau-weißes irgendwie. 50-50, oben schwarz, unten weiß. Unten weiß, dann braun, dann so Oger, gelb, was weiß ich. Sieht ein bisschen crazy aus, dieses Pferd. Ja, der hier ist auch verrückt. Weiße Hinterläufe und dann so ein nach vorne heller werdendes gelb-braun. Braunes Pferd, weiße Socken. Unten hier auch Oger oder wie die Farbe heißt. Beige mit weißen Socken. Ja, das war meine Grundierung mit der Airbrush. Jetzt gucke ich mal, was ich da noch mit dem Pinsel rausgezaubert kriege und wie dann meine Pferde am Ende aussehen werden. Ich bin gespannt. Ja, ne? Heute Abend kommt er vorbei, der Berliner. Da machen wir ein bisschen Grillen, Party. Kennenlernen, Blödsinn machen. Und morgen zockt man dann den ganzen Tag mit ihm. Naja, aber wir haben jetzt noch Vormittag. Es ist wunderbares Wetter. Und ich zeige euch jetzt ganz, ganz kurz, was für einen legendären Platz ich mir hier eingerichtet habe im Gehege. Und wie ich jetzt meinen Freitag verbringe. Ich meine, das ist der Stuhl. Hier geht es so ein bisschen Mal-Action. Schön im Freien und am Sonnenschirm. Geiler Ananas. Pfefferminztrunk. Keine Ahnung, was ich mir da gemixt habe. Meine Schwägerin macht da immer so komische Früchte-Dinger. Die sind super. Ja, jetzt bin ich alleine hier. Also ich mir einen Ananastrunk gemacht. Schön den Rechner nebendran. Bioabfall ist auch dabei. Und ja, hier setze ich mich jetzt hin. Und mal. Hör ein bisschen Musik. Mach ein bisschen Social Media am Rechner nebenher. Und genieße einfach den Tag. Das wird geil. Ja, ne? Ich hoffe,
habe jetzt einfach mal ein bisschen die Pferde aufgepimpt. Die weißen Pferde so ein bisschen schwarz dran geklatscht, so ein paar Flecken. Ganz unterschiedlich halt. Von unten ein bisschen weiß dran gemacht, weiße Füße, so ein weißer Strich auf dem Kopf. Auch bei den braunen, überall so ein bisschen halt. Die Farbe, die ich mit der Airbrush draufgehauen habe, mit dem Pinsel nochmal verstärkt. Ja, jetzt geht's hier ab. Hier bei dem Pferd, das war so das eine Gelbe. Da habe ich dann so ein bisschen probiert, zur ganz flüssigen Farbe einfach nochmal drüber zu gehen. Und boah, sieht doch ganz fett aus eigentlich bisher. Boah. Jetzt gehen wir hier los. Fangen an, die Lederriemen bei allen Pferden gleich anzumalen, weil ja auch die Pferde sollen irgendwo ein Stückchen Zusammengehörigkeit erfahren. Und das erhoffe ich mir, wenn ich einfach die Taschen und die Lederriemen, die an jedem Pferd halt mehr oder weniger gleich dran sind, in den gleichen Farben anmal. Ja, dann male ich mal weiter und zeige euch dann, wie es aussieht. Es ist unfassbar warm, aber es geht weiter. Ich male noch ein bisschen an den Nepalern rum und wer genau hinhört, der sieht, was ich mir Tolles gebaut habe. Wieder hier klassisch mein toller Malplatz, also Trinken, Pinsel, alles dabei. Und jetzt Achtung, Achtung, was ist unter dem Tisch? Ein Fußbad. Ja, ne, ich sitze halt hier jetzt im Freien. Macht nichts. Schön die Pferde, Ledertaschen und der Sattel gemalt. Und jetzt je nach Pferdfarbe natürlich noch ein bisschen die Haare von dem Pferd angepasst. Hier so ein bisschen weiße Schweife, ein bisschen weiß-braun. Mal so nur die Spitze hinten angemalt. Ja, einfach so ein bisschen Variation reingebracht, dass die Pferde halt auch so ein bisschen pferdig aussehen. Da mache ich jetzt mal weiter und guck, wie ich die gewascht kriege. Und dann bin ich gespannt, wie es aussieht, wenn die Reiter drauf sitzen. So, ne? Ich habe sie großzügig mit Agras Earthshade einfach drüber geschadet. Die weißen Flächen mit Bleachborn ein bisschen trocken gebürstet. Und was dann auf den Taschen hängen blieb, einfach mit so einem helleren Braun auch noch ein bisschen trocken gebürstet, dass es wieder braun wird und nicht so bleachbornmäßig. Und ja, ich denke, so in diesem Stil werde ich jetzt meine Pferde lassen dann. Das ist für mich auf jeden Fall Tabletop-tauglich. Damit können wir doch auf jeden Fall arbeiten, oder? So. Die Pferde nochmal. Ich habe mir jetzt doch dann die fehlenden Pferde organisiert, habe sie fertig gemalt und ja, 16 Pferde. Und jetzt gehen wir an die Reiter. Also coole Pferde. Ich brauche noch irgendjemand, der drauf sitzt. Ja, da geht es dann so los. Ich habe sie einfach mit der Airbrush grundiert. Mit diesem Vallejo Model Color war das. Japanische Uniform. Draufgesprüht, dann sehen sie sehr gelb aus. Und jetzt habe ich schon angefangen, ein paar Gurte mit so einem helleren Braun zu benutzen. Das war eher Beige Brown. Das habe ich auch für die Riemen benutzt. Von den Pferden. Hier so überall. Und ja, so machen wir die jetzt alle an, wenn dieses Braun dann drauf ist, hole ich mir ein dunkleres Braun und mache das Gewehr, die Taschen und so arbeite ich mich jetzt einfach Schritt für Schritt durch, setze kleinere Details und zum Schluss klatscht man
Schicht voll Wasch drüber. Ja. Ich habe es jetzt alles schwarz gemacht an den Metallteilen und die Schuhe. Und ja, die zwei Brauntöne, die verteilt sind auf der Figur. Und jetzt machen wir weiter. Und zwar kriegen sie jetzt alle einen grünen Hut. Hier, so dieses Light Green habe ich benutzt. Und dann einfach nur leicht drüber. Kriegt das einen grünen Hut. Sieht ein bisschen Sowjet-Style-mäßig aus. Kommt aber gleich ganz gut. Und wenn sie alle einen grünen Hut haben, bisschen Hautfarbe, nicht? Ja, das mache ich jetzt mal weiter, dass die alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann mal gucken, wie es dann aussieht. Okay, geil. Also, hier jetzt ein bisschen Silber angebracht. Eine grüne Box und ein grüner Helm. Das soll mir später so ein bisschen dann helfen, von oben nach unten auf der ganzen Figur gescheit auszusehen. Ja, und jetzt ist so grob alles mal angemalt. Und jetzt wasch mal die Jungs durch. Und nach dem Wash sieht es normalerweise immer gleich voll geil aus. So. Gewascht. Und so bleiben die Jungs. Jetzt kriegen sie noch eine Schicht Lack. Zockt damit. Fertig. Und wenn sie dann auf dem Pferd sitzen, sieht es dann ungefähr so aus. Klar, die Base muss noch gestaltet werden. Aber ja. Ein Reiter. Nehmen langsam aber sicher wirklich Gestalt an.